Liebe Muslime, ich brauche euch die Situation in Deutschland nicht zu beschreiben. Egal was passiert, egal wie sehr die Grausamkeiten in Palästina zunehmen, egal wie viele Menschen täglich ermordet werden, egal welche grausamen Bilder uns von dort erreichen, der deutsche Staat verteidigt dieses Massaker immer und immer wieder und bekräftigt sogar seine Solidarität mit der Gewaltherrschaft Israels immer und immer wieder, subhanallah. Nun hat sich auch der Hessische Landtag dementsprechend geschlossen und eindeutig positioniert. Für das hessische Parlament wurde dafür am Montag in Wiesbaden bekundet, volle Solidarität an der Seite des Partners Israel. Jetzt passt bitte auf, geliebte Muslime. Es geht mir an dieser Stelle nicht nur darum, wie es sein kann, dass die politischen Vertreter Hessens eine volle Solidarität aussprechen können, wohlwissend, ja, und sehend, dass in Gaza ein Genozid angerichtet wird. Man muss es leider so sagen, diese Position des deutschen Staates ist nun mittlerweile wohl jedem in dieser Gesellschaft bekannt. Worauf ich in diesem Video eingehen will, ist, wie der Staat diese Atmosphäre nutzen will, um die Moscheeverbände nun endgültig in die Knie zu zwingen und ihre Funktion bzw. ihren Einfluss auf die Muslime hierzulande auszunutzen. Ja, ich sage es ganz offen, der Staat will die Moscheeverbände zu Instrumenten machen, um auf uns Muslime einwirken zu können oder besser gesagt, um uns Muslime hierzulande besser steuern zu können. Es geht darum, um unsere Ideen zu steuern, um unsere Werte zu steuern und um uns vorzudiktieren, was wir für richtig oder was wir für falsch zu halten haben. Und das darf auf keinen Fall passieren, geliebte Muslime. Und genau deswegen zählt hier und jetzt unser Bewusstsein als muslimische Community eine ganz besondere Rolle. Und schaut mal, was der Hessische Landtag zeitgleich mit der vollen Solidarität zu Israel auch beschlossen hat. Ich zitiere euch. Die zum Ausdruck kommende Haltung soll auch bei einem von der Landesregierung einzuberufenden Gipfeltreffen gemeinsam und unmissverständlich klar gemacht werden. Dazu sollen alle muslimischen Institutionen, Verbände und Vereine eingeladen werden. Sie hätten jetzt eine besondere Verantwortung, denn nach bereits erfolgten klaren Stellungnahmen aus der Zivilgesellschaft halte man weitere deutliche Positionierungen für erforderlich. Den Antrag hatten CDU, Grüne, SPD und FDP gemeinsam eingebracht. Wisst ihr, was das im Klartext bedeutet, liebe Muslime? Das bedeutet nichts anderes, als dass die volle Solidarität des Landtags Hessens mit dem sogenannten Israel, den muslimischen Institutionen, Verbänden und Vereinen aufgezwungen werden soll. Versteht ihr? Es wird nicht mal mehr versucht, den staatlichen Druck, ja, irgendwie zu tarnen, indem man irgendwelche Floskeln benutzt, wie es sollen Gespräche stattfinden oder so ähnlich. Nein, es wird ganz offen benannt. Es heißt, dass diese Haltung des Staates gemeinsam und unmissverständlich klar gemacht werden soll und dass eine weitere deutliche Positionierung erforderlich sei. Was wiederum heißt, dass all die genannten Teilnehmer diese Haltung einnehmen müssen, sprich sich bedingungslos mit dem sogenannten Israel solidarisieren müssen, ob sie wollen oder ob sie es nicht wollen. Und subhanallah, diese Erniedrigung gegenüber unserer muslimischen Community ist kaum noch zu ertragen. Wisst ihr, ich könnte jetzt ausholen, viele Ereignisse aufzeigen, bei denen der Staat die Moscheeverbände in der Vergangenheit ja bereits tatsächlich erniedrigt hat. Aber ich bleibe mal nur im Zeitraum ab dem 7.10. Denn alleine seit diesem Tag waren es doch an erster Stelle die Moscheeverbände, die von oben bis unten dämonisiert wurden. Distanziert euch, sprecht auf keinen Fall über den Kontext. Solidarisiert euch mit dem sogenannten Israel, mit dem Zionistengebilde. Wenn ihr euch mit den Muslimen in Palästina solidarisiert, dann seid ihr Terrorunterstützer, dann seid ihr Antisemiten. Das reicht nicht, solidarisiert euch noch mehr und so weiter. Genau das war doch der Tenor der Politik, was wir alle mitbekommen haben. Und als wäre dieser Druck und diese Erniedrigung nicht genug gewesen, werden die Moscheeverbände nun auch noch einberufen, um erneut ein offizielles Bekenntnis zur vollen Solidarität mit Israel einzuholen. Wisst ihr, wir sind in einer Zeit, in der sehr, sehr viele Masken gefallen sind. Viele Islamfeinde sind seitdem wie entfesselt und stürmen regelrecht auf die muslimische Community ein. Aber wie die politischen Vertreter hierzulande mit der muslimischen Community umgehen, das ist auf niedrigstem politischem Niveau. Jetzt sagt ihr mir, geliebte Muslime, und ich frage auch die Geschwister, die in den Moscheeverbänden aktiv sind oder diese vertreten. Sagt ihr mir, betrachtet der Staat euch als einen Gesprächspartner mit eigenen Werten, ja, und eigenen Interessen? Oder betrachtet der Staat euch vielmehr als Instrumente, die er für seine politische Agenda ausnutzen möchte? Sagt ihr es mir? Wie ist es politisch zu lesen, dass der Staat nicht ansatzweise, ja nicht nur ansatzweise an eurer Meinung interessiert ist? Wie ist es zu lesen, dass der Staat euch ständig und immer wieder dämonisiert? Wie ist zu lesen, dass der Staat Druck auf euch ausübt, indem er den Verfassungsschutz einsetzt? Sagt ihr mir, also werte Geschwister aus den Moscheeverbänden, seid ihr wirklich Gesprächspartner des Staates? Nein, und ich sage es ganz klar, ihr seid keine Gesprächspartner des Staates. Es ist nun an der Zeit, die Wahrheit zu erkennen und auszusprechen. Der Staat übt diesen Druck auf euch aus, damit über euch Druck auf die muslimische Community ausgeübt wird.
Der Staat übt diesen Druck auf euch aus, um damit die Assimilationsagenda voranzutreiben. Der Staat übt diesen Druck auf euch aus, um unsere muslimische Community zu spalten und unsere Stimmen damit auszuschalten. Und genau jetzt sind wir gefragt, liebe Muslime, wir Muslime hier in Deutschland. Wir müssen jetzt stark sein und diesem politischen Druck standhalten. Und wir müssen auch die gesamte muslimische Community dazu aufrufen, nicht einzuknicken, sondern unsere islamische Position weiterhin zu vertreten und auf dieser zu beharren. Wir müssen das korrekte Bewusstsein weitergeben und wir müssen geschlossen in einer Reihe stehen. Es ist nicht die Zeit für Verband X, Gruppe Y oder Moschee Z. Es ist die Zeit, geschlossen in einer Reihe zu stehen und gemeinsam unsere islamische Identität zu bewahren. Ich sage es klar und deutlich, wir Muslime akzeptieren die Staatsräson nicht. Wir solidarisieren uns mit unseren Geschwistern in Palästina und mit allen Muslimen auf der Welt. Wir benennen die gewaltsame Besatzung und jedes Unrecht, was unseren Geschwistern seit über 75 Jahren angetan wird. Und ja, wir benennen auch die unmenschlichen Gräueltaten, die unseren Geschwistern in den aktuellen Angriffen auf Gaza angetan werden. Lasst euch nicht den Mund verbieten und sprecht es offen aus. Unsere Geschwister in Palästina sind von uns und wir sind von ihnen. Wir sind eins.